Frau Spielhagen? Ja. Dzień dobry. Dzień dobry. Mein Name ist Danuta Orłowska. Hm. Ich bin die Direktorin des Historischen Museums. Ja, ich weiß. Ja, wir haben telefoniert. Wann waren Sie zum letzten Mal hier, Frau Spielhagen? Das war im Januar 1945. Ein paar Tage bevor mein Mann. Bitte eine Verbindung mit meiner Frau Marlene. Was? Es gibt keine Verbindung nach Berlin? Spielhagen? Was soll das? Sie wissen ja genau, wer ich bin, Obergruppenführer. Sie sind verhaftet. Was wirft man mir vor? Feigheit, Fahnenflucht. Das muss ein Irrtum sein. Auf Sie wartet ein Standgericht. Ihnen ist klar, was das bedeutet? Dr. Wolfgang Spielhagen ist der zweite Bürgermeister von Breslau, der einzigen deutschen Großstadt neben Dresden, die im Januar 1945 vom Krieg noch weitgehend verschont ist. Luftschutzkeller des Reiches nennt der Volksmund die Gebiete, die die alliierten Bomber wegen der Entfernung nicht erreichen können. Doch die Front im Osten rückt unaufhaltsam näher. Chciała tylko wejść do pomieszczenia, w którym wyczytano wyrok mężowi. Frau Spielhagen wollte nur den Raum sehen, in dem das Todesurteil für ihren Mann verlesen worden war. Ich habe sie begleitet und ich habe gedacht, hoffentlich erkennt sie nicht mein Arbeitszimmer als diesen Raum, denn das könnte ich nicht überleben. Aber es kam so. Sie wusste genau, welcher Raum es war. Ja, das war das Büro meines Mannes. Ach bitte, würden Sie mich einen Augenblick allein lassen? Selbstverständlich. Im Namen des Führers. Wegen Feigheit ist Spielhagen Wolfgang zum Tode durch Erschießen verurteilt worden. Das Urteil wird sofort vollstreckt. Achtung! Stillgestanden! Legt an! Wir müssen Zeichen setzen, Hildebrand. Gegen Pflicht und ehrvergessene Subjekte ist weiter mit aller Schärfe vorzugehen, ohne Ansehen der Person. Ganz meine Meinung, Gauleiter. Wer den Tod in Ehren fürchtet, stirbt ihn in Schande. Der Führer setzt auf uns. Wir werden die Festung Breslau halten. Koste es, was es wolle.
Damit spricht Gauleiter Hanke das Todesurteil über die schlesische Hauptstadt. Festung Breslau, das heißt aussichtslose Verteidigung bis zum letzten Mann. Unter Marschall Schukow hat die Rote Armee am 21. Januar die deutsche Reichsgrenze überschritten. 1 Million Menschen in Breslau drohen die Einkesselung und Dauerbeschuss. Bürgermeister Spielhagen muss sterben, weil er nicht an die Durchhaltepropaganda glaubt. Mein Mann hatte nie eine Chance, sich zu verteidigen. Es war Mord, ich weiß. Er hat gesagt, dass er nicht daran glaubt, dass Breslau lange gegen die Russen gehalten werden könnte. Aber er war kein Feigling. Es gibt nicht viele Deutsche aus jener Zeit, an die wir Polen uns gern erinnern. Ihr Mann gehört zu ihnen. Danke. Wo waren Sie eigentlich damals, wenn ich Sie das fragen darf? Ich bin schon vorher nach Breslau gekommen. Nicht ganz freiwillig allerdings. Als Zwangsarbeiterin? Wie alt waren Sie 1945? Ich war 16. Männer von Breslau, unsere Gauhauptstadt ist zur Festung erklärt worden. Die Evakuierung der Stadt von Frauen und Kindern läuft und wird in Kürze abgeschlossen sein. Für die Betreuung der Frauen und Kinder wird geschehen, was möglich ist. Unsere Aufgabe als Männer ist es, alles zu tun, was die Unterstützung der kämpfenden Truppe erfordert. Ich rufe die Männer Breslaus auf, sich in die Verteidigungsfront unserer Festung Breslau einzureihen. Die Festung wird bis zum Äußersten verteidigt. Wer die Waffe nicht führen kann, hat in den Versorgungsbetrieben, im Nachschub, bei der Aufrechterhaltung der Ordnung mit allen Kräften zu helfen. Es spricht zu Ihnen Karl Hanke, Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar. Der Evakuierungsbefehl gilt indessen nur für die deutschen Frauen und Kinder, nicht aber für die Polen in der Stadt. Danuta, wo hast du wieder gesteckt? Sie brauchen dich im Café. Die Chefin hat schon dreimal nach dir gefragt. Die Deutschen haben die Stadt zur Festung erklärt. Was bedeutet das, Papa? Was wird denn jetzt aus uns? Ich schaute meinen Vater an und er sah plötzlich sehr fröhlich aus. Und ich verstand nicht, warum. Ich begriff nicht, was das bedeutete. Und da sagte mein Vater, nur noch kurze Zeit und dann kommen die Russen. Das wird wunderbar sein. Mach dir keine Sorgen. Und wir werden wieder freie Menschen sein. Gut, dass du da bist, Danuta. Im Café müssen dringend die Tische abgeräumt werden. Und lass dich nicht wieder von dem liebeskranken Gockel an Tisch 6 ansprechen. Wenn der merkt, dass du Polin bist, bekomme ich Ärger. Finden Sie mein Deutsch wirklich so schlecht, Frau Motz? Nein, ganz im Gegenteil. Aber du weißt, dass du hier offiziell nicht arbeiten darfst. Unsere prächtige Herrenrasse hat Anspruch auf deutsche Bedienung. So, dann geht's auf in den Kampf. Sie sind ein wahrer Künstler, Herr Poporowski. Haben Sie schon gehört? Ja, dass es so weit kommen musste. Ich bereite meine Abreise vor. Wann fahren Sie? In 2-3 Tagen. Am liebsten würde ich Sie und Ihre Familie mitnehmen. Wir kommen schon durch. Ich habe gehört, an den Bahnhöfen soll Chaos herrschen. Ich bringe Sie natürlich hin. Zur gleichen Zeit soll auch die Breslauer Familie Gersch ihre heimatliche Existenz aufgeben. Als die Festung, der Festungsring noch nicht ganz geschlossen war, kam der Befehl, wir sollten raus aus Breslau. Und wir weigerten uns auch im Hinblick auf den kranken Großvater. Mein Vater war ja nicht zu der Zeit in Breslau drin. Mein Großvater war 75 Jahre alt und war zu dem Zeitpunkt schwer krank. Da weigerten wir uns und dann kam sogar der Ortsgruppenleiter persönlich und mahnte uns, in 3 Stunden würden wir mit Militärlastwagen abgeholt. Und dann geht es ohne Umwege zum Freiburger Bahnhof. Für den alten Herrn haben wir einen Platz im Lazarettwagen reserviert. Hören Sie, Frau Gersch, Sie haben sich dem Evakuierungsbefehl bereits 3-mal widersetzt. Wenn Sie jetzt nicht endlich Vernunft annehmen,
dann müsste ich von der Schusswaffe Gebrauch machen. Haben Sie mich verstanden? Frau Gersch? Es bleibt uns nichts anderes übrig, Mutter. Guter Junge. Und da haben wir versucht, vom Breslauer Freiburger Bahnhof aus dieser Weisung Folge zu leisten. An Gleis 6 wird in Kürze ein weiterer Entlastungszug bereitgestellt. Mütter, die ihre Kinder vermissen, melden sich beim Roten Kreuz auf Gleis 1. Danke für alles. Achtung, Lebensgefahr. Das Mitfahren auf den Waggonsdeckern. Helfen Sie mir bitte! Das ist Monika, meine Tochter. Sie ist tot, hören Sie? Sie ist gestorben vor einer Stunde. Ich bitte Sie inständig, nehmen Sie sie und geben Sie ihr ein anständiges Begräbnis. Sie soll nicht hier bleiben, auf diesem verdammten Bahnhof. Die Züge waren überfüllt, die Leute hingen an den Stangen, lagen zum Teil auf den Waggondächern. Es war also überhaupt kein dran denken und von wegen Lazarettwagen, das war also alles Fantasie. Und da sind wir dann wohl oder übel wieder zurück in unser Haus. Und dann war die Festung ganz geschlossen, dann war sowieso kein Entkommen mehr. Volkssturmeinheiten beim Ausbau von Barrikaden am Stadtrand. Der Befehl des Gauleiters Hanke vom 20. Januar 1945, Frauen und Kinder aus Breslau zu evakuieren, kommt viel zu spät. In der Stadt bricht Chaos aus. Die Rote Armee steht bereits vor den Toren Breslaus. Sowjetische Artilleriegeschosse erreichen Ziele im Zentrum. Auch die Schülerin Ursula Scholz und ihre Mutter sollen Breslau verlassen. Man kam gar nicht zur Besinnung, was jeden Tag neu los war, wie der Osten, wie die Deutschen überrannt wurden, die deutschen Stellungen. Das ging so schnell. Und wenn dann die Menschen durch Breslau durchkamen mit ihren Pferdewagen und Schlitten und allem Möglichen, was sie da noch retten konnten von der Ostseite der Oder. Und wir versuchten mit ihnen zu sprechen, haben sie gesagt, ich glaube gar nicht, was los war. Da bist du ja endlich, Kind. Warte mal. Woher kommen Sie? Und jetzt? Wohin? Nach Westen, wenn wir es schaffen. Da draußen auf den Straßen, da spielen sich Szenen ab. Unbeschreiblich. Alles gut. Weiter. Meine Mutter sagte zu uns, also auf die Landstraße bei minus 23 Grad gehe ich nicht mit. Das tut mir leid. Das mache ich nicht, da gehe ich unterwegs kaputt. Ja, und was blieb uns da übrig? Sie sagte dann auch, das kann ja nicht ewig dauern. Entweder die Deutschen entsetzen uns. Oder aber die Russen überrollen uns. So oder so haben wir dann den Krieg hinter uns. Wir bleiben. Noch können wir aus der Stadt raus. Wenn ich sterbe, will ich hier sterben und nicht in der Wildnis. Von Königsberg bis Breslau.
In diesen Wochen sind Millionen von flüchtenden Menschen der Kälte und dem Hunger ausgeliefert. In der hartgefrorenen Erde können Tote vielfach nicht einmal beerdigt werden. Das war natürlich ganz furchtbar, weil es ja so eiskalt war in diesen Tagen gerade. Über 20 Grad Kälte. Und da sind eben auch viele, gerade Kinder, erfroren, alte Leute im Schnee umgekippt, tot. Und dann entsinne ich mich an eine junge Mutter, die hat ihr Kind auch noch im Arm, aber das war schon lange tot und sie wollte es nicht hergeben. Bis dann jemand vorbeigekommen ist, hat sie gesagt, liebe Frau, gucken Sie sich mal Ihr Kind an, das ist tot. Das war erfroren. Aus der Festung Breslau, die Hauptstadt des Gaues Schlesien, bildet einen der Eckpfeiler gegen den bolschewistischen Ansturm. Breslaus Bevölkerung ist von ihrem Gauleiter aufgerufen worden, die Stadt bis zum Äußersten zu verteidigen. Mannesmut und Panzerfaust stoppen jeden Panzer. Dann war das Schlimmste für uns, wir mussten in stockfremde Wohnungen und Möbel zum Fenster runterwerfen für Barrikaden. Was hat das für einen Sinn? Das bisschen Holz wird von dem Panzer beiseite geschoben. Das war alles völlig sinnlos. Wo sind die Russen? Können nicht mehr weit sein. Und wie lange noch? So eine Frage zu stellen ist sehr gefährlich, Mädchen. Immer daran denken, der Führer hat uns den Endsieg versprochen. Während die eigentliche Front schon nach Westen verschoben ist, schließen am 16. Februar sowjetische Truppen Breslau vollständig ein. Die Rote Armee erobert auch den städtischen Flughafen Gandau. Breslau ist von der Außenwelt praktisch abgeschnitten. Sowjetische Stoßtrupps dringen bereits in die äußeren Stadtteile ein. Vereinzelt kommt es schon zu Häuserkämpfen. Unterdessen hat sich der polnische Zwangsarbeiter Eduard Poporowski mit seiner Familie im Keller der Konditorei seiner ehemaligen Chefin eingemauert. Das sind Russen da draußen. Bist du dir sicher, Eduard? Ich kann doch wohl Russen von Deutschen unterscheiden. Und was ist, wenn du dich täuscht? Das sind unsere Befreier. Endlich. Erschießen wir die Schweine gleich hier. Zabrali nas przed sąd wojenny i ojca mego. Wir wurden alle vor ein Schnellgericht gestellt und die ganze Familie wurde zum Tode verurteilt. Die Urteile wurden uns vorgelesen. Wir sollten alle erschossen werden, weil wir Polen waren. Schneller, ihr verdammtes Pack! Hab mich die ganze Nacht zahlt! Haben Sie keine Angst. Hören Sie mir zu. Der Krieg ist so gut wie vorbei. Wir haben ihn verloren. Ich komme hier mit Sicherheit nicht mehr lebend raus. Aber ich bitte Sie sehr darum. Ihr Mann ist noch am Leben. Machen Sie sich um ihn keine Sorgen. Ich bitte Sie, finden Sie meine Frau in München, wenn der Krieg zu Ende ist.
Gehen Sie zu ihr. Meine Kinder sind ungefähr so alt wie Ihre. Helfen Sie meiner Frau. Sie müssen mir das versprechen. Ich verstehe nicht. Die Deutschen werden verfemt sein vor aller Welt. Sie als Polin können meiner Frau helfen. Sagen Sie den Sieben, dass ich sie verschont habe. Bitte nehmen Sie. Meine Mutter hat seine Visitenkarte eingesteckt, aber sie glaubte nicht, dass Vater noch lebt. Und jetzt viel Glück. Gehen Sie. Beeilen Sie sich. Vater Poporowski überlebt tatsächlich. Er schlägt sich zunächst nach Posen durch. Aleta, Herr Hanke. Wir machen später weiter, Helga. Heil Hitler! Herr von Alfen. Die Durchbrüche der Russen im Süden der Stadt machen mir Sorgen. Es kommt bereits zu Häuserkämpfen. Haben Sie etwa kein Vertrauen in unsere Stärke, Generalmajor? Das ist keine Frage des Vertrauens, Gauleiter. Es geht einzig und allein um militärische Fakten. Der Führer hat uns ein Fallschirmbataillon geschickt. Ist das etwa nichts? Ja. Aber was sind das für Männer? Zumeist ehemalige Flugzeugführer ohne jede Kampferfahrung am Boden, unzureichend bewaffnet. Für den Festungskampf müssten diese Leute erst einmal ausgebildet werden. So viel Zeit haben wir nicht. Ich habe in Berlin um weitere Truppen gebeten. Ich halte das, mit Verlaub, für die falsche Strategie. Und als Kommandant der Festung Breslau bin ich allein verantwortlich für alle militärischen Entscheidungen. Sind Sie sicher, dass Sie hier noch auf dem richtigen Posten sind, Herr von Alfen? Was soll das heißen? Was unterstellen Sie mir? Man könnte fast meinen, Sie hätten Zweifel an der erfolgreichen Verteidigung der Festung Breslau. Ich bin Soldat, Herr Gauleiter, kein Volksredner. Ich halte mich ausschließlich an Tatsachen. Und ermutigend kann ich unsere Lage beim besten Willen nicht finden. Direkt aus dem Führerhauptquartier. Für den Herrn Generalmajor. Nach Verlust des Flughafens Gandau die Versorgung Breslaus zu gewährleisten, ist auf Befehl des Führers mit dem sofortigen Bau eines stadtinneren Flugplatzes zu beginnen. Festungskommandant meldet Lage des Flugplatzes und Arbeitsbeginn. Nochmal. Wir haben doch angefangen, einen Flugplatz auf der Friesenwiese zu bauen. Liegt die Friesenwiese etwa innerstädtisch? Um einen Flugplatz mit ausreichender Rollbahn im Zentrum von Breslau zu bauen, müssten wir genau das tun, was die Russen ohnehin vorhaben. Wie meinen? Unsere eigenen Truppen müssen Breslaus Herz in Schutt und Asche legen. Verbinden Sie mich mit Berlin. Bormann persönlich, es ist dringend. Wenige Tage später wird Gauleiter Hanke von Hitlers Hauptquartier mit dem Bau des neuen Flugplatzes beauftragt. Der Festungskommandant von Alfen ist faktisch entmachtet. Anfang März wird er abgelöst. Alle Arbeitsfähigen musste mithelfen beim Rollfeld errichten. Das war eine ganze Strecke, die gesprengt wurde erstmal, um die dann glatt zu machen, damit eventuell Flieger landen oder auch abfliegen konnten. Und da hat man am Scheidniger Stern zwischen zwei Oderbrücken das ganze Gelände, unsere eigenen Leute, abgebrannt, gesprengt. Das war also 1,5 Kilometer Länge und 300 Meter Breite. Und hat das eingeebnet, damit Flugzeuge landen konnten. Deckung!
wenn also jetzt die Flieger kamen, der Mensch ist ja nur so ein Herdentier, anstatt auseinanderzuspritzen und jeder zu versuchen, an den Rand zu kommen. Nee, die haben sich zusammengeballt und sind gerannt im Pulk. Na, dann können Sie sich vorstellen, was da losging. Was denn gelernt, Mädchen? Was gelernt? Abtauchen, wegräumen, Deckung suchen. Sieht man selten bei Zivilisten. Das haben uns Lanzer beigebracht, als wir noch Splittergräben ausgehoben haben. Ja. Ihr wollt also übrig bleiben, ne? Werde nicht, Herr Feldwebel. Ich habe tote Mädchen in meiner Gruppe. Schwerverletzte. Einige von denen werden nicht durchkommen. Die Sie waren, sie knallen euch ab wie die Hasen, was? Und die Rollbahn? Wird Bresser auch nicht mehr retten. Bis die fertig ist, ist der Krieg vorbei und nochmal Tausende von Zivilisten sinnlos geopfert. Was Sie da sagen, hört sich hab nicht so. Hab ich was gesagt? Ich habe nichts gehört, Herr Feldwebel. Ich auch nicht. Gut. Und du bist? Ursula Scholz. Dann zeig mir mal deine Arbeitskarte, Ursula Scholz. Wir hatten ja nun Arbeitskarten. Und er machte dann nachgetaner Arbeit, machte er seinen Stempel drauf für diesen Tag. Und ST, also er hieß Stich, sein Zeichen. Und dann hat er zu uns gesagt, er hat ja gesehen, was losgeht mit diesem Krieg, dass nichts mehr zu retten ist. Da hat er zu uns gesagt, aber das bleibt unter uns. Ihr kommt umschichtig, sodass immer Betrieb ist, wird also immer, mein Trupp ist da, aber es ist bloß quasi jeder Zweite da. Und einen Tag kommt ihr, da kriegt ihr meinen vollen Stempel mit meinem Zeichen. Und für den nächsten Tag, wo ihr da nicht kommt, da gebe ich euch mal so etwas. Das sieht aus wie aus Versehen abgerutscht. Kann ja vorkommen in der Eile. Ja, und wenn ihr dann wiederkommt an eurem freien Tag danach, dann mache ich den Stempel wieder komplett. Klingt kompliziert. Bringt euch aber sicher durch sämtliche Kontrollen. Und wer nur jeden zweiten Tag in diese Hölle muss. Der hat eine doppelte Chance, übrig zu bleiben. Ich war schon immer gut im Rechnen. Aber wehe, das kommt raus. So lebensmüde ist keiner in unserem Trupp. Es hat niemand gemerkt. Die Kettenhunde haben das nicht mitgekriegt. Es war jeden Tag ein Stempel drauf. Und er hat, ich glaube, viele von uns davor bewahrt, dass uns was passiert. In den Wirren der letzten Kriegswochen bekommt auch Danuta Poporowska, die wie alle polnischen Zwangsarbeiter ein P auf ihrer Kleidung tragen muss, die lebenswichtige Arbeitskarte der Festung Breslau. Sie wird beim Bau der Rollbahn eingesetzt. Wenn man als Polin damals keine Festungskarte hatte, drohte direkt die Todesstrafe. Papiere. Deine Karte. Du nichts verstehen. Wo ist deine Arbeitskarte? Scheint in Ordnung zu sein. Freut euch bloß nicht zu früh, verdammtes Polenpack. Noch ist Breslau nicht verloren. Und wenn wir untergehen, nehmen wir euch mit. Ich habe mich so auf ihn gelegt. Als ich dann neben ihm lag, sagte er, sein Name sei Krause. Jetzt weiß ich nicht, Peter oder Paul. Er hat mich an der Hand gepackt und festgehalten. Um uns herum brach ein Inferno los. Walenie było okropne. Paliło się wokół wszystko.
Lassen Sie mich los. Bitte, ich muss wirklich dringend nach Hause. Meine Mutter wartet auf mich. Bitte können Sie dem Mann sagen, dass er mich loslässt. Kind, der Mann lebt nicht mehr. Diese Hand fühle ich bis heute, wissen Sie? Und wenn mich jemand die rechte Hand nimmt, da fühle ich den Krause. Heil Hitler, Männer! Heil Hitler, Ostromleiter! Heute ist in der Festung Breslau ein Funkspruch von Kreisleiter Wagner aus der Festung Königsberg eingetroffen. Mit einer Botschaft an die Kameraden und Volksgenossen der Festung Breslau. Gauleiter Hanke persönlich hat mich beauftragt, diese großartige Botschaft an euch weiterzutragen. Ihr steht in schwerem Ringen um die schlesische Gauhauptstadt. Niemand ermisst tiefer als wir, wie hart euer Kampf gegen die bolschewistische Bestie ist. Wir rufen euch die Parole unserer Festung Königsberg gegen den unmenschlichen Feind aus dem Osten zu. Rache, unsere Tugend. Hass, unsere Pflicht. Rache, unsere Tugend. Hass, unsere Pflicht. Deutschland, Europa, die Welt schaut auf uns. Setzt die Hitlerfahnen auf die Barrikaden. Tapfer und treu. Stolz und trotzig werden wir unsere Festungen in Massengräber der Sowjethorden verwandeln. Die Hunde sollen sich die Schädel einrennen. Was auch immer komme, der Sieg wird unser sein. Was auch immer komme, der Sieg wird unser sein. Wegtreten. Man soll aushalten, Geduld haben. Die Wunderwaffen kommen, die Russen werden zurückgedrängt. Man soll auf den Führer vertrauen. Er weiß, was er tut und wir brauchen keine Angst zu haben. Die Festung würde bald entsetzt werden. Man hat das also sonderbarerweise noch oder naiverweise geglaubt oder gehofft zumindest. In 10 Minuten ist Pause, dann will ich euch sehen. Ja, wohl, Herr Jürgen. Pass bloß auf, dass die Frauen den Mund halten. In 10 Minuten waren Herr Jürgen. Es war ja bekannt, dass die sowjetische Armee wieder ein Ultimatum gestellt hat, was Ostern passiert, wenn nicht übergeben wird. Und da sagte er zu uns am Ostersonnabend, waren wir noch mal im Rollfeld. Und da hätten wir ja dann Ostermontag wieder kommen müssen. Da sagt er zu uns Freien, jetzt ist Schluss. Ich will keine von euch hier sehen. Morgen nicht und übermorgen auch nicht. Ist das klar? Erst am Dienstag seid ihr alle wieder da. Ist das verstanden worden? Ihr macht euch ja keine Vorstellung von dem, was hier los sein wird über Ostern, wenn die Festung nicht übergeben wird. Wir sehen uns Dienstag wieder. Und richtig, wir sind an dem Ostersonnabend vom Rollfeld gekommen. Das war Mittag. Da ging ein Wahnsinnsheulen über unsere Köpfe hinweg und dann rum, 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 mehrere Einschläge. Aber in einer Wahnsinnslautstärke. Und dieses Heulen, das werde ich mein Leben lang nie vergessen. Und das war die Stalinorgel. Die Ostertage waren das Allerschlimmste, was in der ganzen Festungszeit passiert ist. Es ist also in jedem Fall falsch, wenn manche Leute heute behaupten, es wären nur die Deutschen gewesen, die Breslau zerstört haben durch Sprengung von Straßenzügen oder durch Anlegen der großen Landebahn. Aber den Rest hat die Stadt natürlich Ostern bekommen durch die sowjetische Armee. Und so ist Breslau also wirklich zu 70% zerstört. Beim Bau der Rollbahn, auf der nie ein Flugzeug starten oder landen wird, kommen Tausende von Zivilisten ums Leben.
werden wir jetzt sterben. Wer Ostern überlebt, wird auch den Krieg überleben, sagt wer. Flüsterparole Nummer 1 hört man überall in der Stadt. Und werden wir Ostern überleben? Das sind unsere Befreier da draußen. Diese verdammte Hand! Warum gibt er nicht in mich auf? To było okrutne, to było potworne. I tutaj wszyscy. Das war eine schreckliche Situation. Alle waren sich einig, dass Gauleiter Hanke dafür verantwortlich sei. Er war ein furchtbarer Mensch. Gauleiter Hanke denkt nicht an Kapitulation. Auch der letzte Kommandant der Festung Breslau, General Niehoff, setzt den sinnlosen Kampf skrupellos fort. Die Agonie der Stadt geht weiter. Karl Hanke indessen hat nicht vor, in den Ruinen von Breslau zu sterben. Die Bolschewisten stehen vor der Reichshauptstadt. Aber Sie denken doch nicht daran? Nein, meine Liebe. Ich denke durchaus nicht daran, einen sinnlosen Heldentod zu sterben. Die Welt braucht mich noch nach dem Krieg. Und wie wollen Sie... Man wird sehen. Danke, Helga. Als Soldat hat der Führer sein politisches Leben begonnen. Und als Soldat hat er es mit seinem Heldentode abgeschlossen. Gleich der Zeit von 1918 treten wir, ohne nach unserem persönlichen Schicksal zu fragen, erneut und weiter als Soldaten für unser deutsches Volk, für unsere Frauen und Kinder ein. Am 2. Mai 1945 kapituliert die Reichshauptstadt Berlin. Die Kämpfe in Breslau aber gehen weiter. In seinem politischen Testament hat Hitler Karl Hanke als Nachfolger des in Ungnade gefallenen Heinrich Himmler zum Reichsführer SS und zum Chef der deutschen Polizei ernannt. Wir haben also früh erfahren, Hitler ist tot und der Festungsbetrieb ging aber irgendwie weiter. Ich habe mich dann zur Baustelle begeben und dort war der Bauleiter, in Anführungszeichen, ein Zellenleiter. Und das war an sich so ein ganz umgängiger Mann, aber man war also verpflichtet, mit Heil Hitler sich zu melden. Das habe ich getan und er hat erstmalig den Gruß nicht erwidert. Und dann habe ich so ganz schnoddrig gesagt, ach, dem kann man kein Heil mehr wünschen, der ist ja tot. Ich bin halt dann zum Ortsgruppenleiter da, zu Herrn Kaschke gegangen. Das also geäußerte Hitlergruß ist jetzt überflüssig? Na ja, der Führer lebt ja nicht mehr. Wie alt bist du? 12 Jahre. Also alt genug, um genau zu wissen, dass das ein Fall von widerlichster Wehrkraftzersetzung ist. Aber... Kein Aber. Ich könnte dich hier und jetzt an die Wand stellen lassen. Und hat mich dann aber nach bangen Minuten entlassen mit der Belehrung, merke dir, dieser Gruß, Herr Hitler, wird ewig Bestand haben. Komm lieber in den Keller, angeblich sind noch Kettenhunde unterwegs. Die wissen auch, dass der Spuk nicht mehr lange dauert. Wir sollten lieber vorsichtig sein. Unser Feldwebel ist spurlos verschwunden. Der Stich? Hoffentlich haben sie ihn nicht doch noch erwischt. Und den wären wir ziemlich sicher tot. Noch ein Grund für uns übrig zu bleiben. Das Chaos war schon so groß, es hätte uns sicher niemand da nun zur Zwangsarbeit holen können oder so. Weil die Nazis, die da eben noch das Sagen hatten, da hat jeder gesehen, wie er jetzt also um die Runde kommt und sich verzwirbeln kann. Ist feindfrei, Gauleiter. Das mit dem Gauleiter, das vergessen wir jetzt mal, mein Lieber. Die genauen Umstände der Flucht von Karl Hanke sind bis heute ungeklärt. Fest steht nur, dass er ein Flugzeug benutzte. Von der Rollbahn, deren Bau so vielen Menschen das Leben kostete, ist die Maschine mit Sicherheit nicht gestartet. Auch über Hankes späteres Schicksal herrscht Ungewissheit. Es heißt, er sei bei der Flucht aus tschechischer Haft erschlagen worden. Ein anderer Zeuge will ihn Jahre später in Argentinien gesehen haben.
Auf abenteuerlichen Umwegen hat der polnische Konditor Eduard Poporowski zurück zu seiner Familie gefunden. Seid ihr denn völlig verrückt geworden? Keine Angst, Vater, die Deutschen haben vor ein paar Stunden kapituliert. Dieser feige Hund Hanke ist mit einem Flugzeug geflohen. Die ganze Stadt spricht davon. Und wenn das nicht stimmt? Wenn das nur ein Trick ist? Und was ist, wenn die Deutschen wiederkommen und wir wieder zur Arbeit müssen? Am nächsten Tag, das war der 7. Mai, kamen zwei uniformierte Russen durch den Bezirk. Und mein Vater hat zum ersten Mal in seinem Leben russische Soldaten gesehen. In den ersten Tagen nach dem Fall von Breslau kommt es zu tausendfachen Gräueltaten an der deutschen Zivilbevölkerung. Massenvergewaltigungen und Plünderungen sowjetischer Soldaten schaffen ein Klima der Angst. Die Russen! Was ist mit den Russen, Eduard? Sie sind anders, als ich mir vorgestellt habe. Was soll das heißen, Vater? Sie machen Jagd auf Frauen. Alle Frauen. Sie machen keine Unterschiede. Aber du hast doch immer gesagt, sie sind gekommen, um uns zu befreien. Ihr müsst euch sofort verstecken. Ich bin sehr dankbar den russischen Soldaten, denn ich war damals befreit. Aber das war nicht gut damals. Jeder Krieg nimmt mit sich etwas. Ja. Sie haben wirklich Glück gehabt. Sie und Ihre Familie. Mehr Glück als viele Tausende, ja. Ich möchte mich für alles herzlich bedanken, Frau Liebste. Haben Sie eine gute Reise, Frau Spielhagen. Danke. Und kommen Sie wieder, bitte. Ich würde mich sehr freuen. Do widzenia. Do widzenia. Frau Spielhagen war damals, mehr als 30 Jahre nach dem Krieg, natürlich schon eine betagte Dame. Da dachte ich, mein Gott, alle haben in diesem Krieg Schreckliches erlitten. Nicht nur wir Polen, sondern auch die Deutschen. Die Niemcy ile przeżyli przez tą wojnę.